Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tag It Vakan mit dem Sammy. Yay! Ja, letztes Mal ging es ja darum, uns hier das Ganze so ein bisschen voranzutreiben, mein Lagersystem und so. Ihr wisst schon, naja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wenn ihr es sehen könntet, wie ich mich am Kinn kratze, jo, auf jeden Fall war meine erste Absicht heute Hard and Class herzustellen und dafür brauche ich erst einmal Lead und für das Lead Order, da war ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was ich letztes Mal schon fabriziert habe. Wir haben ja auf jeden Fall Lead und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht auch schon hier etwas habe. Ja, eins. Ein Lead Ingot, aber das reicht natürlich nicht. Und ich brauche Obsidian. Genau, richtig. Weil das brauche ich nämlich pulverisiert. Und dafür haben wir uns doch noch einen Pulverizer gebaut. Das ist dieser hier. Und der hier soll das gerade mal auch pulverisieren. Das Problem ist, diese Engine ist noch relativ langsam. Die Stirling Engine, aber wir könnten uns ja noch eine weitere bauen. Oder sogar zwei weitere. Müssen wir mal schauen. Stirling, da haben wir sie auch schon. Alles klar. Ich brauche zwei Pistons. Dafür brauche ich das und schon schwarz. Bloß noch zwei Stone Gears und ein Glas. Weil dann mache ich mir am besten noch zwei. Habe ich nicht noch ein paar Pistons? Naja, ich glaube nicht. 1, 2, 1, 2, was, Cobblestone oder Glas? Cobblestone, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, und dann brauchen wir noch Holz, und ich habe kein Holz mehr. Doch, natürlich habe ich noch Holz, Jungle Wood, mehr ist genügend, wahrscheinlich habe ich auch noch drüben Holz, ich habe es bloß mal wieder übersehen, so wie des Öfteren. Aber machen wir mal so. Ne, es ist wirklich kein Holz da. So. Dann haben wir wahrscheinlich hier mal wieder was vertauscht. Einmal. Zweimal habe ich da gerade einen Creeper gehört. Oh nein, ich glaube nicht. So. Okay, so. Dann Stirling Engine waren noch die Zahnräder. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch mehr als genügend. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Cobblestone, genau, auch vier Stück. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir noch zwei Glas haben wir auch. Und dann ist es bloß noch, genau, Stein. Und das haben wir ja gerade hier. So, und so, ein Glas und zwei Zahnräder, links und rechts, perfekt. So, ja, das lassen wir mal einfach drin. Wo habe ich sie? Unsere Stirling Engines hier. Ich mache hier nochmal Kohle, so by the way. So. Wupp. Und wupp. Weil dann kommt hier ein bisschen, das ist die Energy, die Stirling Engine. Einmal und zweimal. Und jetzt machen wir den Schalter. Setzen wir jetzt mal um. Und zwar zum einen hier hin. Nein, da setzen wir nicht hin, das funktioniert nicht. Hier hin. So. Ja, ja, dann ist ja natürlich klar, dass das nicht funktioniert, wenn wir hier keine Kohle haben. Aber wir haben ja Kohle, wir können ja Kohle machen ohne Ende. Wir haben ja einen Wald da, dass es nur so kracht. So, wo habe ich es jetzt hin? Oh. Oh, oh. Da sollte ich mal eine Treppe hinmachen. Hier rein. Nee, da unten rein habe ich sie doch. Alles da. Nee, jetzt habe ich die falsche weggeschmissen. Oh mein Gott. Wieso habe ich denn hier Kohle drin? So, aber jetzt. Hier. So. So, einmal hier die Hälfte rein. Tatap, die läuft los. Und hier die Hälfte rein. Und die power ich am besten mit einem Redstone-Signal. So, das ist ja eh nur alles provisorisch. Aber jetzt kommt hier zumindest mal ein bisschen was an. Und ich habe schon das erste pulverized Obsidian, aber jetzt gehen wir, glaube ich, mal eher auf das hier. Was macht denn der hier? Nein, der soll eigentlich nichts mehr machen. Halt, stopp. Weil wir haben. Doch, wir brauchen eh Redstone. Das ist dann schon richtig.
für unsere Konduits, auf die ich erstmal umgehen will. Ja, und so wie es aussieht, nee, das hier soll er doch machen. Macht er das jetzt? Also er füllt sich auf jeden Fall mal. Gut, wir beobachten das Ganze. Ich dachte eigentlich, dass es das auch das Lidohr pulverisiert gibt. Aber das ist halt die Frage, wann fängt er an? Na, schauen wir mal nach unserem Assembly-Table. Okay, er braucht noch etwas. Und der braucht auch mehr Energy. Vielleicht können wir auch mal schauen, ob wir uns so eine Bridge bauen. Dass wir da einfach ein bisschen. Das ist ein. Minecraft-Jewel. Nee, eine Brit. Hier, denn hier bräuchten wir. Oh, da brauchen wir Glas. Okay, das geht relativ einfach. Aber dann ist die Frage, ob sich das noch lohnt. Woran erkenne ich denn, ob die jetzt overheatet? Nö, tut sie aktuell nicht, gell? Sieht gut aus. Ja, ganz chillig. Weil die so rot leuchtet, aber. Und die leuchten. Nee, nur die leuchtet so rot. Na, egal, lassen wir es immer machen. Alles klar, wunderbar, das funktioniert. Oh, und es gibt auch noch Silber. Sehr schön. Und das kann ich aber hier nirgends drin verbraten oder verbrennen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das jetzt mit diesem Hard? Hard? Nein. Glas? So, hier. Hard and Glass. Im Induction Smelter. Okay, wir brauchen also. Denn, okay, ich muss es gar nicht einschmelzen. Das ist im Endeffekt egal. Aber ich brauche einen Induction Smelter. Und den habe ich nämlich hier noch nicht. Induction Smelter. Okay, und dafür brauche ich das Ivarigoat. Und das Ivarigoat war Iron und Pulverized Ferrous Metal. Aber das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Und Iron haben wir auch noch. Eins, zwei. Eins, genau. Tada, das dürfte ja auch schon reichen. So, und das kommt hier in den Ofen rein. Nein, nein, nein. Ach, egal, mach. Und hier. Einmal raus und genau. Ivory Good. So. Dann brauche ich einen Eimer, das ist chillig. Copper habe ich auch. Redstone und Gold habe ich auch noch bestimmt. Redstone und Glowstone. Na, Gold. Wie sieht's mit Gold aus? Haben wir auch noch eins? Jawohl. Ja, dann haben wir hier zwei Readystones. Dann haben wir die hier nämlich auch schon. So. Oh, ich habe da noch zwei. Oh, bin ich schlau. Aber Iron brauche ich noch ein bisschen für einen Eimer. Habe ich aber auch noch mehr als genug. Na, da ist ja alles da. Aber was soll's? So ist das manchmal. Man blickt es halt einfach nicht. So, das brauche ich, das brauche ich. Jetzt gucken wir mal. Induction Smelter. Und jetzt noch dieses Frame Glass, Iron und ein Gold. Ein Gold. Und das machen wir am besten hier drin. Glas. Ich weiß nicht, wo war das Glas? Glas, Glas, Glas. Nein, einmal zurück, bitte. Das war zu weit. Und dahin. Okay, einmal hier, 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 hier. Und dann haben wir Iron, hier, hier. Hier und hier. Und wir haben ein Gold in die Mitte. So. Okay, und dann den Eimer oben drauf. Das komische Igot hier hin. Kupfer haben wir auch noch da. Und die komische Route hier, diese Redstone-Route. So, Induction Smelter. Wo schieben wir denn jetzt hin? Den mache ich jetzt am besten, am ungeschicktesten, einfach hier drauf. So, jetzt, wie war das? Pulverized Obsidian. Und von dem habe ich auch schon mal mehr als genug. Das heißt, du wartest erst mal. Du machst noch weiter. Und ich brauche von dem hier und von dem hier. Weil der macht ja das immer nur als Schalt, ja, so gefühlt. Aber der, ja, der füllt sich jetzt auch langsam. Gut, okay, die sind jetzt natürlich auch wieder nicht so effektiv. Und mir geht da schon wieder die Kohle aus. Das heißt, da legt man lieber mal nach.
Nee, erstmal Holz hier. Tatab. Machen wir gleich zwei Stacks. Da haben wir wieder etwas Iron. Ein Stack und zwei Stacks. Und dann werden wir mal hier etwas ein bisschen Stuff los. Iron haben wir hier. Tun wir das. Nee, das Lead. Brauche ich das? Nee, ich brauche es glaube ich nicht. Aber das sind so komische Lead-Ingots. Die tun wir mal hier rein. Da tun wir auch das Gear rein und die Engines und die hier. Damit ich die auch ja nicht wiederfind, gell? Genau, und die schmelze ich glaube ich einfach mal alle ein. Dann. Das ging ja rutzfuchs. So. Alles hermit. Und noch eins. So, dann schmeißen wir die zwei auch ein. Und die tun wir jetzt in die Engines befüllen. Damit die mal wieder schön durchpowern können. Weil ich glaube, überhitzen. Weiß nicht, ob sie das jetzt können. Also können wahrscheinlich schon. Aber ja, wobei die sind alle immer noch low. Das passt schon ganz gut. Aber tun wir das mal raus. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wunderbar. So, jetzt können wir unser erstes Hardened Glass gleich machen. War das so? Oh, ich hoff's. Puh, du sagst Lead. Ja, ich glaube. Ich hoff's. Ich hoff's, ich hoff's. Sehen wir aber gleich, wenn unser Induction Smelter hier fertig ist. Say finish. Oh, der läuft ja auch ganz fix. Wunderbar. Und der hier macht noch ein bisschen. Ich brauche nämlich noch ein bisschen mehr Hardened Cores. Zwei Stück. Okay, da brauche ich dann auch noch etwas mehr Obsidian. Das können wir uns aber auch gerade hier holen, weil ich glaube, yep, ich habe nämlich dann so ein Minion Stone hier. Oh, da holen wir ein bisschen mehr. So. Ja, hallo? Ja, yep, okay, das zählt. Das zeigt es bloß nicht an. Ah, manchmal ist das echt sehr, ja, strange, muss ich sagen. So, ein Stückchen tun wir mal raus hier. Und unser Hard and Glass. So, und jetzt müssen wir mal schauen, weil jetzt wollen wir nämlich unsere Ah, da sind sie. Habe ich das nicht gerade auch so geschrieben? Empty. Electrum Ingot. Und das wird hergestellt aus Gold Dust and Pulverized Silver. Silver und Gold. Habe ich wahrscheinlich nicht mehr wirklich in. Gold Dust habe ich noch. Perfekt. Und Silver Dust habe ich auch noch. Perfekt. Hier drin wahrscheinlich. Eins, zwei. Und da machen wir einfach alles. Gibt nämlich 14.1. Das ist ja richtig cool. Dann einmal rein mit und durchbürsten. 14 Stück. Perfekt. Und dann haben wir hier raus mit Hardened Glass 4. Oh, 4 Stück kriege ich da raus. Das ist ja nice. Und dann brauche ich noch eine Red Stone. Wo haben wir sie denn? Ich sehe sie. Yep. Okay, die geht. Die Empty Seil geht aus Hard and Glass, einem Diamant und 4 Electrum Ingots. 4 Stück habe ich. Hard and Glass brauche ich noch ein bisschen. Und Diamanten habe ich keine mehr. Damn it! Wie sieht es denn hier drin aus? Auch nicht so gut, alles klar. Unser Turtle ist auch leer. Mit Gold können wir doch Diamanten noch machen. Dann müssen wir mal 4 Gold opfern für einen Diamant. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Und ein Diamant, bitteschön. So. Und dann war das Hard and Glass. Ah, ich muss auch schon ein bisschen Hard and Glass machen. Ne, nicht Hard and Glass, sondern hier ein bisschen Obsidian mit Lead zerschmelzen. Das heißt Lead. So, genau. Und dann war's. Was fehlte mir noch? Wo haben wir es jetzt hier? Lead, okay, das ist alles chillig. Und der hier, der Rahmen. Der Rahmen. Hard and Glass und Ding nur. Okay, ja, das ist also wirklich nur das. Hard and Glass. Hard and Glass. Reicht aber nicht ganz. Damit. Das heißt, ich müsste hier nochmal Obsidian auch schmelzen. Pulverisieren. Okay.
Gucken wir mal, wie es draußen so aussieht. So nebenbei. Aha. Gerade schön Sonne. Oh, was ist denn hier? Oh, ein kleiner Bug. Ja, da haben wir es. Okay. Jetzt. Ne, immer noch. Alles klar. Stört nein, nicht weiter. Aber das war es ja auch schon. Ja, eigentlich warte ich ja, dass es da drin fertig geht. Aber ich könnte ja hier die Treppe hinbauen. So lang. Ich habe bestimmt noch Hard Slabs. Oder hier zersägte Marble-Blöcke. Ja, zwei Stück. Das reicht mir ja auch schon. Da muss ich hier zumindest nicht immer hochspringen. Einmal, zweimal. So, und hier könnte ich ja auch wieder ein. Nee, ja. Mach mal einen Cobblestone rein, einen fertigen. Basalt. Basalt. So. Jupp. Sehr schön. So, jetzt ist das auch wieder repariert. Und der dürfte eigentlich auch schon durch sein. Aber nicht ganz. Naja, toll. Okay. Die können wir schon mal reinhauen, weil die könnten wir ja eigentlich auch schon mal füllen. So, perfekt. Weil dann haben wir nämlich schon sozusagen Redstone-Leitungen, die nicht mehr explodieren. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir hier sozusagen diese Zelle austauschen. Und dann haben wir hier eine Energieversorgung für unsere anderen Apparate, die sich einfach füllen kann und ich mir nicht mehr Sorgen machen muss, dass sie explodiert. Wer hätte das gedacht? Keiner. Doch, doch, ich schon. Ja, jetzt ist das schon mal fertig. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, dann höre ich auf, weil dann geht nämlich der andere Rest schneller. Obwohl, ja, wahrscheinlich brauche ich noch mehr Hardened Glass. Wer weiß. Lassen wir es mal weiterlaufen. So, und ein Lied noch. Lied, ich glaube, das kann ich auch so rein tun. Ja, doch. Ja, hören wir mal auf, lieber. Er macht hier das. Das. Da ist er auch schon fertig. So gut wie. In 3, 2, 1. Na. So, jetzt habe ich sogar einen harten Koloss zu viel. Aber da können wir ja dann nachher nochmal wieder ein. Anderes Zeugs machen. So, es war natürlich gerade einmal verkehrt. Alles eins weitersetzen. Nö. Was fehlt mir hier? Redstone. Und dann mache ich mit dem hier. Und den hier mache ich, indem ich einen Energy Cell. Und dann mache ich mit Hardened Glass, Diamant und Electrum Ingot. Electrum Ingot, Hardened Glass. Habe ich jetzt das genau doch wieder auf eins vertauscht? Was ist hier falsch? So sag es mir bitte. Sharpness. Crafting. Ja, aber genau so habe ich es doch. Oh nein, ich habe Glas genommen. Mean. Mean. Was habe ich auch genau so? Ja. So. Perfekt. Und dann können wir uns ja. Machen wir uns noch. Conductive für. Conduits. So. Aber die einen sind schon voll, genau. Und dann muss ich jetzt nämlich den Frame, muss ich jetzt hier hinten drin füllen. Mal gucken, ob der voll wird. Ich glaube, dass das nicht ganz reichen wird. Hier rum. Nee, hier. Nee. Energy Cell. Empty. Die mache ich mit einer Energy Cell Frame full. Und den mache ich mit 1600. Okay, oder mit 1000. Ich weiß es nicht genau. Das heißt, da brauche ich aber auf jeden Fall, ja, noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel eine gibt. Aber der da füllt sich ja und der füllt sich jetzt. Und eine gibt 1825. Das heißt, da brauche ich auf jeden Fall noch 25. Genau die 6 bräuchte ich dafür noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau die 6. Ja, gut. Okay, dann lassen wir das einfach laufen. Haben noch keine fertigen Kabel. Haben dieses Mal auch nur eine neue Maschine geschafft. Naja, aber was soll's. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Bye, bye.